Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und ich liebe Select. Ich liebe Select Football, ich liebe Select Basketball und ich werde jede Konfiguration einmal aufmachen auf dem Channel. Und weiter geht's mit H2, also Hobby Hybrid und keine Autogramme garantiert. Auch sonst nicht sehr viel garantiert, außer ein Disco Parallel Pro Päckchen. Das sind ganze sind 4 Päckchen, A6 Karten, also nicht besonders viel. Ich zeige euch hier auch nochmal die Rückseite. Dann könnt ihr das alles sehen. Numbered-Karten können drin sein, sind aber auch nicht garantiert. Und genau, Farben, alle möglichen Farben, Parallels, 6 Prisms insgesamt, also 4 Disco, 2 weitere. Und wir schauen einfach mal direkt, was da so Schönes drin ist. Ist auf jeden Fall auch eher High-Risk und die Box war von Task.com. So, stellen wir mal hier hin und dann geht's los. Kostet halt dann trotzdem, sage ich mal, die Hälfte im Vergleich zur Hobbybox. Ob sich das Ganze dann rentiert, ist natürlich trotzdem die Frage. Derrick Rose für die Knicks. Wir haben Kyra Lewis Jr. mit der Rookie-Karte. Und dahinter ist PJ Washington für die Hornets mit dem Premier-Level. Ihr wisst ja, 3 Level gibt es bei Select. Und hier haben wir Malachi Flynn für die Raptors. Rookie Premier-Level mit dem Disco Purple. Und dahinter ist Sam Lee mit dem Concourse-Level und Brandon Clark für die Grizzlies. Zumindest schon mal ein Rookie auf dem Disco-Parallel, auch wenn es jetzt der alte Pirat ist. Malachi Flynn mit dem Disco-Purple. Im Group-Break hatten wir Anthony Edwards mit dem Disco, was auf jeden Fall ein nicer Banger war. Und da aktuell nichts Besseres drin ist, kommt Malachi Flynn mal hier hinten hin. Nächstes Pack. Auch das also wieder ein relativ kurzes Video. Gucken, was wir hier so Schönes haben. Geht los mit Duncan Robinson, Miami Heat. Dahinter ist Udoka Azubuki für die Utah Jazz. Unser nächstes Disco ist Udoka Azubuki für die Utah Jazz. Also nochmal ein Rookie, auch sehr gut. Und dahinter ist unser erstes Silver. Und es ist Ja Morant für die Grizzlies mit dem Concourse-Level. Sehr, sehr nice. Hier sind die Base-Karten auch wieder nur in Chrom-Optik und nicht in Blau, wie in der Mega- und Blaster-Box, also den normalen Retail-Sachen. Dahinter haben wir Rui Hachimura und Jalen Smith für die Suns. Udoka Azubuki, der doppelte Azubuki. Ja Morant mit dem Silver. Azubuki, die Concourse Base und die Concourse Disco. Die Amis würden dann jetzt sagen, not exactly the rookies we are looking for, aber das macht erstmal auch gar nichts. So, und Ja Morant kann auch ins Rampenlicht. Noch 2 Packs, Hälfte ist rum. Und hier müsste ein Blue drin sein, ein Blue Purple, ein Blue Disco. Anthony Davis, Lou Williams für die Hawks und dahinter haben wir Harrison Barnes für die Kings und wir haben ein Blue und es ist Kevin Durant für die Nets. Endlich mal andere Fotos von Kevin Durant. Und dahinter ist Donovan Mitchell und Jusuf Nurkic für die Trailblazers. Die müsste jetzt auch numbered sein, denke ich. Gucken wir uns das Ganze mal an. Die ist numbered auf, okay, sogar auf 25, die 9 von 25. Sehr nice. Kevin Durant mit dem Premier Level auf 25. Das kam überraschend. Also auch Numbered Stuff aus der Hybrid. So machen wir das. Und letztes Päckchen. Ich denke, ein bisschen Mojo brauchen wir trotzdem noch. Und hier ist Anthony Edwards mit der Base Rookie, mit dem Concourse Level. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Dahinter haben wir Steven Adams für die Pelicans. Unser nächstes Disco ist Anthony Davis für die Lakers und dann haben wir noch ein Silver und das Silver ist RJ Hampton für die Orlando Magic, hier noch im Denver Nuggets Trikot, trotzdem auch eine sehr, sehr nice Karte. Dann haben wir Mitchell Robinson für die Knicks und die letzte Karte für den Break ist Killian Hayes mit der Rookie für die Detroit Pistons. Dann kommt der Ant-Man in Sleeve, das ist auf jeden Fall sehr schick. Genau, so Anthony Davis und RJ Hampton. Packen wir RJ Hampton und Anthony Davis auch noch in Toploader.
Und dann kommt auch schon der kurze Recap. Die H2 sind meiner Meinung nach echt noch immer noch ein größeres Risiko als die normale Hobbybox, auch wenn die natürlich viel teurer ist, aber bin kein großer Fan von H2 auf jeden Fall. Kurzer Recap: Killian Hayes, Azabuki, Jalen Smith, Kyra Lewis und Saben Lee mit den Concourse-Level-Rookie-Karten. Dann unsere Discos sind Anthony Davis, Azabuki, Malachi Flynn und Kevin Durant mit dem Blue auf 25. Ein Silver, Concourse, RJ Hampton, Anthony Edwards, die Base und Ja Morant mit der Second Year Silver Concourse. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Schaut mal auf rickmanbreaks.de vorbei, wann die nächsten Group Breaks gehen, immer donnerstags um 18 Uhr online. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman, Rips.